Moin Leute und willkommen zu Dota Underlords mit mir, Sateklon, und heute einer ganz stinknormalen Runde von Dota Underlords, nachdem TFT kam, hoffe ich jetzt, dass ich etwas mehr, ja, Glück haben kann. Wie man auch schon hier sieht, bin ich jetzt hier schon in diesem Protopass, oder so ähnlich heißt er ja, Level 11, leider zum Nachteil des Ranges, aber ich denke, das ist nicht so wild, weil ich bin schon im, also ich habe Rangabzugspunkte bekommen, wo ich Platz 3 war. Das ist schon krass, also in dem Rang, wo ich war, habe ich halt auf Platz 2, habe ich plus 0 Rangerfahrungen bekommen, oder ich weiß gar nicht, Rangfortschritt, ja? Also ich wäre nur noch aufgestiegen, wäre ich Platz 1 gewesen, und das ist schon ganz, das ist schon krass, muss ich sagen. Weil wie gesagt, mit Platz 3 habe ich dann, ich glaube, minus 10 oder sowas bekommen, oder minus 50, irgendwie sowas, und das ist dann schon ein krasser Unterschied. Ja, Magier, das wäre nochmal was Cooles. Oh, nein, so, schnell genug geändert. Und ja, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig gewesen, vor allem, weil ich halt bei diesem Protopass gezielt auf Missionen gegangen bin. Und da war dann die ein oder andere Pechrunde dabei. Nichtsdestotrotz geht es jetzt wieder langsam wieder im Rang hoch. Und vor allem, wenn ich jetzt heute eine gute Runde habe, dann ist das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung sozusagen. Und ich habe jetzt vor, so ein bisschen stämmig elementar zu gehen und plus Magier. Das, mal schauen, wie gut das läuft, aber ich bin optimistisch. Ja, klein, wunderbar. Ogermagier, den brauche ich ja im Prinzip nicht, wenn ich stämmig mache, so, ne? Also das geht dann ja. Wunderbar, gewonnen. Und, ja, reflektiert Schaden, das ist eigentlich für Klein super gut. Weil auf den prügeln sie ja rauf. So. Von dem brauche ich eigentlich niemanden so wirklich. Naja. Ja, eigentlich nicht. Nee. Ah, da sieht es ein bisschen durchwachsen aus, aber meine Minions, die regeln das ganz gut, auch wenn, er stirbt zu früh. Kriege ich den noch tot? Das wäre, ja, er ist auf jeden Fall noch tot. Es wird nur noch zur Berechnung des Sieges genutzt, aber ja, nicht mehr für den Damage. So, Razor, komm her. Formwandler, komm her. Formwandler, du kannst auch direkt drauf. Obwohl, Bestienmeister wäre halt viel wichtiger. Komm her, Bestienmeister. Dich brauche ich. Na, das können wir wegmachen hier. So, gegen Chemnitz. Naja, fast, ne? Fast. So. Ja, prügeln den noch weg, bitte. Den noch. Ja, Slark kriege ich nicht mehr tot. Der macht zu viel Damage. Einfach weil er so ein hohes Angriffstempo hat. Aber das ist nicht so schlimm.
Ui. Ui. Ja, ja. Ja. Okay. Heieiei, der Bestienmeister, den brauche ich auf jeden Fall. Königin der Pein für Assassinen. Könnte ich die noch irgendwie gebrauchen? Eigentlich nicht, ne? Ich könnte Verderben gebrauchen. Ja. Aber ich bin sogar jetzt aktuell auf dem letzten, aber gut. Mit 6 Schaden, also das ist okay. Kann man mit leben. Na, na, na. Der Damage, der kommt jetzt rein. So, jetzt können wir langsam die Einheiten kommen, Runde 7. Ja, jetzt bräuchte ich halt echt langsam so das, was so richtig reinhaut. Das wäre eine Idee. Und dann wäre Königin der Pein auch eine Idee, wegen dem Ritter, wegen dem Drachen, Viper. Ja, schwierige Entscheidung. This won't take long. Schwierige Entscheidung, muss ich echt sagen. Das sieht sogar jetzt ein bisschen besser aus. Also, vielleicht verliere ich es. Also, ich müsste es eigentlich sogar noch verlieren. Aber nichtsdestotrotz. Sieht es jetzt besser aus und nicht mehr so krass deutlich weggemacht werden hier. Obwohl. Razor, wenn du jetzt noch... Na, kriegt er nicht mehr durch. Kriegt er nicht mehr durch. Und Klein hält zu viel aus, anstatt dass ich jetzt... Dass mein Elementargeist, also dieser Eidolon oder wie die heißen, dass die halt noch... Dass der noch Damage macht. So. Gratis Rerollen. Ja, Razor, immer her damit. Jetzt könnte eigentlich der Formwandler rauf. Dann habe ich wenigstens noch... habe ich jetzt 3 Elementare. Ich bräuchte ja noch 4, damit es so richtig böllert. Elementarbonus geht auch nur bis 4. Okay. So, der hat auch Elementar und Axt. Also fast dieselbe Aufstellung. Nur habe ich eine Einheit mehr. Aber er hat halt die besseren Einheiten. Ja, vielleicht regelt es meinen Stämmig-Bonus, den er halt nicht hat. Das könnte halt das Glück sein, aber wage ich jetzt ein bisschen zu bezweifeln. Razor, Moloch, Axt. Jetzt kommt's. Ja, sie bräuchte ich im Prinzip ja auch nicht, weil Magierbonus gilt ja erst ab 3, ne? Ja. Disruptor, jetzt schon. Uff. Rauf mit dir, mein Freund. Habe ich ihn jetzt noch raufgekriegt? Ja, ja, gut, mehr oder weniger. Immerhin. Immerhin etwas. Das heißt, dann nehme ich hier gleich den Formwandler raus, stelle Moloch rein, dann habe ich nämlich schon mal die 4 Stämmigen. Oder den 4 Stämmig-Bonus, ja, den hier, den unteren. Und das ist schon mal definitiv besser. Okay, das verliere ich jetzt noch. Danach sollte es laufen, weil einfach meine Stämmigen dann immer krasser werden. Vom, von der Tankigkeit her.
Ja, 4 Damage ist okay. 4 Damage ist, denke ich, okay. So. Nee. Holen wir Moloch ran. Der kann dann da rein. Ja. Moloch ein zweiter. Ja, kann ich schon mal hier. Na, Lina brauche ich eigentlich ja noch. Wen brauche ich denn schon mal nicht so dringend? Okay, hier. Gratis. Klein. Formwandler. Klein. Gut. Ah, das sieht schon mal besser aus. Und jetzt kommen die Golems. Also, die Golems, also die neutralen Runden an sich, haben einen Nachteil. Ich habe ihn jetzt in den Runden bemerkt. Die Items, die dadurch kommen, werden zwar nicht mehr gestrichen, aber sie sollen angeblich schlechter sein. Ich halte das trotzdem für so ein bisschen schwach, weil die Items halt vielleicht schlechter sind, ja, aber sie sind dennoch gut oder man kann sie gut einsetzen. So, deswegen schwierig, dass man da sagt, dass sie halt schlechter sind oder halt das. Also ich finde es halt besser, wenn die gestrichen wären oder wenn man wirklich einen Nachteil davon hätte, von den neutralen Runden. So, ich überlege gerade. Das gilt ja dann vielleicht auch für die Eidolons, ne? Also die Elementar-Minions müsste ja eigentlich gelten. Okay, gut. Bleib ganz ruhig, ja? Ich will nicht wissen, was du mit deiner Sister machst. Das ist nicht mehr meine Gehaltsklasse. Ja, leider noch eine Niederlage und damit verhindere ich so ein bisschen, dass die Siegesserie oder dass die Siegesserie aufgebaut wird. Nee, da war ich gar nicht. Da, nee. Hey, Mensch, Bellbind, der tut's mir an, aber da unten wäre eine Siegesserie super wichtig. Ja, das Razor, von denen brauche ich niemanden. Und ja, also wenn Razor halt schnell auf 3 geht, dann wäre gut. Dann wäre richtig gut. Dann habe ich erstmal einen klaren Vorteil. So, ja, der Damage, der ist ganz gut von Disruptor gewesen. Er müsste jetzt dadurch sau viele Kills gemacht haben hier im Prinzip, ne? Obwohl, nein, Bestienmeister hat die meisten Kills gemacht, okay. Dann weiß ich schon mal, wer den, falls ich ihn kriege, diesen Dolch da kriegt. Dieses Messer, womit man Geld verdient. Also das ist halt super gut. Also gerade für den Bestienmeister, der damit, der echt hier die Kills macht. Ja, ich kann es halt leider nicht umsetzen. Ich könnte jetzt hier aufs Level up gehen. That's hot. Wunderbar. Jetzt kommt der Damage rein. Das ist nämlich extrem gut. Gerade durch die Stämmig-Leute kriege ich halt hier tankige Einheiten. Und das ist so gut in der Kombination mit Magiern und Elementaren. Weil die machen halt einfach den Damage so, ne? Ja, wunderbar. Wer hat die meisten Kills gemacht? Oh, diesmal war es klein. Okay. Naja. Ist wohl ein bisschen verteilt. Das Ganze.
Bestienmeister, ja. Wenn der auf 3 geht, wäre halt gut. Aber ja. Mal schauen. Ja, klarer Sieg gegen fast Chemnitz. Na, jetzt können die Einheiten kommen. Kämpf mal nicht so lange. Also, ich will hier gewinnen. Hund und Pferdeschau. Okay, Botrunde. Axt-Disruptor. Moloch ist ja schon auf 2. Einen Kleinen habe ich schon. Klein wäre auch im Prinzip, wäre er wichtiger. Wobei Moloch halt, den hat keiner, ne? Also hier mal schnell Tab gedrückt. Ja, es sieht nicht so aus, als wenn Moloch noch jemand anders hat. Ist halt ein bisschen, wie gesagt, ich finde diese Übersicht halt ein bisschen schwierig, weil diese Köpfe halt irreführend sind. Beziehungsweise nicht so wirklich einem helfen. Also schon klar, man kann einen Überblick dadurch kriegen, ja. Aber ja, ich finde es halt mit den Einheiten-Models halt viel, viel besser. So. Da sieht man dann, dass meine Formation relativ gut aufgeht. Nicht perfekt. Ja, neutral ist eine Welle höher. Das ist eigentlich ganz gut, wenn ich hier die besseren Items kriege, weil jetzt kommt ja direkt eine Botrunde. Na, es kam eine Botrunde. Aber halt die nächsten, die noch kommen, da wird es halt auch umso wichtiger, was man für Items bekommt. Und wenn die halt qualitativ hochwertiger sind, ist das ja schon mal nicht so verkehrt. Oh, Ritter. Mal schauen, wie ich mich gegen Ritter schlage. Gegen Bellbein, den ich die ganze Zeit für mich gehalten habe. Oder den ich vorhin für mich gehalten habe. Ja, Moloch, das ist gut. Das macht Damage. Aber nicht genug. Obwohl, ja, Disruptor, das war jetzt wichtig. Das mit dem Lehm ist auch nicht verkehrt. Ja, gut. War doch dann doch ein Sieg. Wer hat die Kills gemacht? Bestienmeister wieder. Also wenn ich das Item kriege, muss ich es nehmen und direkt für den Bestienmeister nehmen. Würde mich interessieren, ob dieser Beschwörungsstein halt wirklich für die Eidolons dann halt gilt, die rausploppen, wenn man wenn man sie bekommt. Also wenn halt so ein Elementar stirbt und so. Ja, brauche ich nicht draufgehen. Kann ich warten und sparen. Ja, wunderbar, gar kein Problem. Bei Hi Buddy, what's up? Was geht ab? Ja, jetzt fängt auch die Siegesserie langsam an. Runde 18, ja, wunderbar. Ich kann eigentlich immer noch sparen. Einfach weil momentan läuft es halt und ich habe eine Siegesserie, also wieso nicht?
So, ja, jetzt ist der Damage reingekommen durch Razor, das ist ganz gut. Ja, jetzt muss es halt nur noch, durchgehen. Ja, wunderbar, sieht sehr gut aus. Ja, jetzt macht den Bären hier noch kalt und dann läuft's. Ich könnte immer noch sparen. Noch habe ich die Siegesserie, also. Ja, brauche ich es nicht. Oh, Venomat schon auf 3, okay. Das ist halt die Frage, wer kommt jetzt als Gegner? Weil bisher haben wir ja keine Niederlage erlitten. Gegen noch niemanden. Also noch niemanden bisher, seitdem ich die Serie habe, logischerweise. Ja. Und deswegen bin ich mal gespannt, wer hier sich überhaupt gegen meine Formation aktuell gut macht. Weil den muss ich dann ja im Auge behalten. Okay. Auch das ist kein Problem. Da überleben genug Leute und er kriegt halt richtig Damage. Und jetzt habe ich eine Siegesserie von 7 Runden. Das ist ziemlich nice. Okay, Moloch. Oh no, das geht nicht. Ja, brauche ich halt auch nicht so dringend. Also eigentlich schon, ja. Aber noch kann ich eigentlich warten, weil ich habe halt 48 Gold. Bei 50 kriege ich halt 5 Zinsen. Also das ist dann doch das Maximale. Das ist wie bei TFT. Ja, wunderbar. Da ist der Bär. Ah, der zweite ist jetzt schwierig. Der zweite killt mich. Ja. Der zweite killt mich. Jetzt kriege ich das angeblich schlechte Item. Okay, Aegis ist halt super gut. Weil wenn ich halt irgendwie auf Null fallen sollte, gerade im Finale oder sowas, ist das halt immer was Gutes. Ja, nee, im Prinzip bräuchte ich ihn nicht, weil Plasmawächter und Enigma dann das Ganze hier machen. Also den Schamanen-Bonus. Also ist das halt ein bisschen so die Frage. Ich könnte jetzt hier aufs Level abgehen, um halt sie auch aufzustellen. Und dann habe ich halt schon mal 8 Einheiten. Fehlen nur noch 2. Ja, das ist halt, der ist halt ganz gefährlich, weil er halt auch tankige Einheiten hat. Er hat halt schon Axt auf 3, Razor auf 3, Klein auf 3. Er ist gefährlich hier, der spezielle Russe, aber er hat halt wenig Leben, ne? Hätte er jetzt noch seinen Axtwurf durchgekriegt, hätte er vielleicht noch ein paar Kills gemacht, weil die gehen ja durch mehrere Einheiten durch. Oh nein, 12 Damage, oh no. Ich meine, da sind jetzt ein paar Leute über mir, klar. Das lag aber eher an die Anfangsrunden. Und ja. Jo, Lina, ne? Eigentlich bist du schon ganz nice, aber ich brauch dich eigentlich gerade nicht. Gesagt, getan. Plasmawächter, den brauche ich. Safen, gleich aufs Level abgehen, so langsam Richtung 9 und dann läuft's wieder. Ja.
auch gegen den Mr. Neent sieht es gerade nicht gut aus. Ist interessant, ne? Also so gegen so die Leute, die halt auch wirklich über mir sind, da mache ich nicht so viel gegen. Aber gegen die anderen eigentlich sieht es gut aus, aber ja, meine 7. So, 7 Damage ist halt auch nicht die Welt. Ich meine, ich bin immer noch auf Platz 3, so, ne? Der Unterschied halt nur zum ersten ist halt das Problem. Bestienmeister, den kann ich eigentlich auch verkaufen, damit Plasmawächter überhaupt auf 2 geht, das wäre ganz gut. Gratis Reroll. Ach, verdammt. Ach, Mano. Ja, im Prinzip könnte ich jetzt sparen, damit ich auch wirklich auf Level 9 komme, um den Plasmawächter raufzustellen. Weil dann habe ich auch den 4er Elementarbonus. Der wäre halt super wichtig. Also mindestens bis zur Botrunde, da sollte ich den draufkriegen. Oder beziehungsweise dann danach. Aber irgendwie so in dem Zeitraum dann. Okay, das ist jetzt hier so ein relativ ausgeglichenes Duell. Nichtsdestotrotz scheine ich das zu gewinnen. Na, zu früh gefreut. Elf Damage, das ist schon eher was. Also mit 38 ist das halt schon schwierig. Oh, obwohl der hier, der 70er, hatte halt auch Damage gekriegt. Das ist ganz gut. Also der gleicht sich jetzt. Also der geht jetzt auch langsam Richtung nach unten. Und ich habe einen Aegis. Hat er das auch? Nein. Wunderbar. Ich hoffe halt wirklich, dieser Beschwörungsstein gilt für Elementare. Weil sonst wäre das ein bisschen dämlich. Und sie ist ein bisschen fehl am Platz, kann das sein? Eigentlich ja, ne? Eigentlich ist sie total fehl am Platz, weil ich brauche sie halt aktuell nicht. Oh, Shadowfiend? Weil er Dämonen macht? Wäre eine Idee. Weil er Dämonen macht vor allem, aber er ist halt Dämone. Und, ja, Hexenmeister voll kriegen dadurch ist auch ganz geil eigentlich. Also, vor allem jetzt, gerade kriege ich halt hier ein bisschen so aufs Maul. So, naja, das finde ich jetzt auch. Das ist krass, wie schnell sich das Blatt wendet halt. Wie viel Damage ist es? Ist es viel? Ich glaube ja, ne? 12 Damage, ach. Ja, es wird halt immer ein bisschen... obwohl hier die oberen, die gehen halt auch langsam mit ihren Leben runter. Also man merkt, dass man sich langsam hier der mit dem Finale nähert. Nichtsdestotrotz ist es halt bitter. So, dann gehe ich hier mal Richtung 9. Shadowfiend kommt drauf. Und jetzt ist halt nur noch die Frage, was sind die Einheiten, die ich hier noch aufstellen kann? Ja, wunderbar. Shadowfiend auf 2. Das läuft. Ja, wenn jetzt hier Disruptor und Plasmawächter noch auf 2 gehen, dann wäre es wunderbar. Dann Razor und Axt auf 3 und dann bin ich zufrieden. Das wäre meine finale Aufstellung, mit der ich zufrieden wäre. Also klar, geht immer besser, aber man muss ja auch realistisch bleiben. Und das ist momentan, also Razor auf 3, Axt auf 3, die beiden auf 2, das ist realistisch, weil dazu habe ich ja alle Bedingungen. Ich brauche nur noch die Einheiten zum Kaufen, damit das auch gut geht. So, jetzt sollen ja angeblich die guten Items kommen, ne? Dadurch, dass ich gerade ordentlich einkaufen war, wäre das Wildmesser oder das wilderer Messer oder wie es auch immer heißt, wäre das gerade so ziemlich ganz gut. Natürlich ist es nicht dabei, aber das wäre ganz nett, denke ich. Hier, der Schild an Razor. Also ein Magieschild an alle generell. Razor ist ja sowieso immer derjenige, der zentral stehen sollte, einfach wegen seinem Effekt. Damit er nicht gekillt wird. Ja, wunderbar. Und ja, jetzt fehlt nicht mehr viel. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Plasmawächter ist schon auf 2, damit wird es halt noch böser. Okay, mal schauen, wie es abgeht. Ja, wunderbar. Der kriegt ja hier vollkommen aufs Maul.
Wunderbar. Obwohl, jetzt kommt da ein bisschen Damage durch von ihm. Was? Jetzt wird's schwierig, jetzt wird's interessant. Aber meine Eidolons, die tanken halt jetzt übelst weg. Und Venomat macht's da auch nicht mehr. Also das ist gewonnen, Gott sei Dank. Gegen den vorläufig Ersten, ne? Ja. Jetzt nicht mehr. Hm? So, ein bisschen provozieren hier. Meine Macht wächst. So. Raise auf 3. So. Ja, kann ich ja schon mal holen. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja, ich überlege halt gerade, was könnte man noch anstellen. War voll in Gedanken. So, was könnte man noch wie kombinieren, aber naja. Es geht halt nicht so. Ja, er kommt noch mit seinem Yo. Das Yo ist eigentlich auch so noch am besten, muss ich sagen. Raise auf 3 in der Mitte, das ist halt super gut. So, jetzt mach mal deinen Scheiß. Jetzt ist dieser Magieschild, das ist dieser grüne Schimmer. Und der könnte halt richtig böse sein. Weil durch Tank meine Leute halt noch mehr als sowieso schon. So, wer hat die meisten Kills? Formwandler, okay. Ja gut, durch seine Ult ist das auch relativ einfach. Nur der beste Meister ist gar nicht mehr so der Killboy. Aber gut. Ja, man kann Items, falls ich es dann bekomme, ja auch immer hin und her switchen. So, klein. Ich den. Klein und Moloch, beide Tanks so. Ja, wäre ganz cool, aber ist eher. Oh, Enigma. Scheiß auf Klein, scheiß auf Moloch. Enigma, der macht's. Weil es gibt ja auch das Item, dass man noch eine Einheit zusätzlich draufstellen kann. Und dann wäre er gut. Oder ich gehe auf 10, was bei so wenig Lebenspunkten bei allen Beteiligten echt so eine Schwierigkeit ist. Okay. Sehr ausgeglichen der Kampf. Noch. Müsste er aber gewinnen. Eigentlich. Ne? Ja, es müsste er gewinnen. Yep. Tut er auch. Und somit gleiche ich das halt wieder ein bisschen an. Ja, 12. Aber ich habe noch eine Aegis. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch haben. Mal eben schauen. Nein, er hat keine. Er hat's, ne? Ja. Ja, ich und Chemietz sind halt die einzigen beiden, die es haben. Solange ich jetzt hier. Obwohl, nee. An der Front stehen bleiben ist besser, weil Razer dann auch die Frontline mit seinem Schild hier pusht. So, die Dinos. Mal schauen. Kriege ich die tot? Das ist aber so eine Schwierigkeit. Die Dinos sind echt so unschlagbar gefühlt. Ja. Unschlagbar. Also ich weiß nicht, was gegen die gut ist. Ob es reiner Damage ist, ob es irgendwie Magieschaden ist, was die, wo die Schwierigkeit mit haben oder was so deren Schwäche ist. Ja, 2 Dinos gekillt, immerhin. Na, jetzt ist der letzte aber auch. Oh, nee, das verliere ich jetzt, oder?
Oh, unentschieden. Naja, mal schauen, was dann für Items kommen. Ob dann schlechtere Items kommen oder nicht. Shimizu hat es tatsächlich geschafft. Endete unentschieden. Ja. Jetzt kommt es auf die Items an. Okay. Angriffstempo. Für wen wäre das denn gut? Oder sowas? Das wäre, glaube ich, hier für Bestienmeister ganz cool. Angriffstempo wüsste ich jetzt nicht, wer da irgendwie was von hätte. Ach, sehr, so teuer ist der. Krass. Ja, ich komme jetzt nicht an ihn ran, so, ne? Will ich ihn mir safen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ach, verdammt, das ist jetzt eine Zwickmühle. Eigentlich will ich ihn mir nicht safen, weil Enigma kommt sowieso dann als nächstes drauf. Ja, dann kaufe ich ihn jetzt nicht mehr. Mr. Need hat so echt so seine Probleme, weil er da nichts mehr gegen ankommt, gegen den Damage, den ich ihm mache. Kann auch nicht gegenhealen, so wirklich. Also ich weiß nicht, ob er generell healt, ich habe gar nicht, jetzt nicht gesehen. Oh, jetzt hat er ein Disconnect, jetzt hat er gequittet. Das wäre krass. Nein, ah, er ist wieder da, schade. Ja, Chemietz ist jetzt Erster. Oder Chemix. Ja, dann ja. Ja, ich spare mal lieber. Ich spare mal lieber, bevor es halt. Ja, es könnte halt mit einer Runde oder beziehungsweise mit zwei Runden dann ja sofort vorbei sein. Chemix, ja, der einzige, der mir wirklich Konkurrenz macht. Und das macht er auch ordentlich. Einfach Slark ist so krank. Der einfach hier durch sich metzelt. Aber auch das geht jetzt noch. Also, es geht vom Damage her. Er müsste mir trotzdem genug Damage machen. Vielleicht, dass es meine Aegis zerstört. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Damage ist es? Ja, es zerstört meine Aegis jetzt. Gratis. Ich bräuchte halt Axt. Axt wäre super wichtig. Aber wie oft hätte ich jetzt schon Shadowfiend holen können? Also ich habe nicht drauf geachtet. Ja. Gut, schade. Kriege ich Axt nicht mehr drauf. Jetzt muss ich einfach nur noch hoffen, dass ich nicht gegen ihn wieder ran muss. Okay, gegen ihn könnte ich das schaffen. Er hat halt Ritter, so, ne? Also, das ist so ein Problem. Aber es ist auch nur der Klon von ihm. Also, das heißt, ich könnte ihn nicht mehr raushauen, wenn wir dann von Chemietz rausgehauen. Aber scheinbar schaffe ich es noch nicht mal gegen ihn. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Nee, sieht nicht gut aus. Damit bin ich dann, denke ich, raus. Also das sollten ja definitiv mehr als 12 Damage sein. Bin ich der ganz festen Meinung. Aber ist er raus vor mir? Nee, er ist nicht raus. Bellbind hat schafft's gegen Chemietz. Und somit bin ich dann als Dritter raus. Und dritter Platz ist, denke ich, ganz okay. Und ja, jetzt mittlerweile steige ich halt bei Schmuggler Level 1 auch auf, wenn ich Dritter werde. Das war in dem Rang, wo ich's war. Also dieses. Müsste ich mal eben nachschauen. Hauptmenü. Ich war ja Leutnant irgendwas. Oder war ich Schmuggler? Ich war, glaube ich, höherer Schmuggler, irgendwie sowas. Und da bin ich halt, wie gesagt, Dritter geworden und bin dann abgestiegen. So, und das ist halt schon bitter. Was ich euch nochmal zeigen wollte, weil das, ich habe es auch erst vor kurzem so richtig gesehen, hier diese Mission immer ein bisschen im Blick halten, weil hier kann man auch Erfahrungen sich holen und man bekommt hier so bestimmte Belohnungen, wenn man irgendwas speziell erreicht hat. Und wie gesagt, hier bekommt man auch ganz viel EP. Wenn man dann hier irgendwie was schafft, bekommt man noch mehr EP und kann hier schneller in diesem Rang aufsteigen. Also schaut auf jeden Fall da auch vorbei. Und jetzt kann ich leider das nicht mehr rerollen, weil die nächste Herausforderung dann automatisch kommt.
Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat Spaß gemacht, weil es mal wieder eine richtig gute Runde war. Ich bin gespannt, wie ihr die fandet. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal und ciao.